Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Politik Simulator 4, Power Evolution, dem 34. Politik Simulator, mit mir zusammen Malte, dem Deutschen Kaiserreich. Irgendwie ist das Intro so ein bisschen jetzt wieder verstockert, aber wir sind wieder da. Und das auf dem besten Wege Richtung Juli 2053 mittlerweile. Und da dann dementsprechend wollen wir mal zusammen schauen, was dann so die nächsten Überschüsse sagen. Ja, in der letzten Ausgabe haben wir dahingehend schon wieder einen gewissen Schuldenabbau betrieben, sind die Briten, die Inder losgeworden, haben natürlich jetzt noch relativ viel Kleinkram hier, aber der dürfte mit der nächsten Zeit auch ohne Probleme sich verflüchtigen. Und dann kann man tatsächlich ganz aktiv dran arbeiten, Japan jetzt auch als nächstes dann loszuwerden, dass wir wirklich am Ende nur auf zwei Gläubigern sitzen, auf zwei großen. Nämlich den US-Amerikanern, die uns noch relativ viel Geld gepumpt haben, als auch dem Reich selbst. Ja, und da wollen wir natürlich schauen, wie wir da weiter zurechtkommen. Ansonsten würde ich mich darüber freuen, wenn wir ja endlich wieder dieses Ding hier bedienen dürfen. Dann werde ich das jetzt auch mal machen. Scheiß drauf, ob das aus dem laufenden Haushalt passiert. Hauptsache, sich die Anzeige verzieht sich nicht wieder. Deswegen machen wir das jetzt mal eben ganz kurz so. Und ja, ansonsten wollte ich sagen, dann, wenn euch die ganze Geschichte gefällt, wir sind mittlerweile ja nun auch schon immer noch wieder gute Folgenzahl technisch unterwegs, wir steuern bald kontinuierlich und zuverlässig auf die 200 zu, dann würde ich mich dementsprechend freuen, wenn ihr nochmal einen Daumen nach oben auf die Folge da lasst, ein Abo für den Kanal da lasst, ein bisschen Liebe will ich dafür nochmal haben, wenn ihr live dabei sein wollt, allgemein live bei allem, was Mo und ich so treiben, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr Link unten Twitch nochmal ein Follow da lasst, Glocke aktivieren, da nichts zu verpassen, montags sind wir immer, oder bin ich immer mit dem Kaiserreich online ab 20 Uhr bis so 22, 22:30 Uhr, je nach Lust und Laune. Und auf den Freitag hin sind Mo und ich momentan immer mit F1 unterwegs. Ne, muss man mal schauen, was da so Phase ist. An dieser Stelle nochmal ein kleines Announcement, glaube ich, für den Stream jetzt. Das ist jetzt für euch dann draußen irrelevant, weil ihr ein paar Tage weiter weg seid. Aber am kommenden Freitag jetzt, also der jetzt kommt, ist, glaube ich, die Sachlage jetzt so, hatte ich, glaube ich, mit Mo geklärt gehabt, dass ich tatsächlich dort nochmal Mount & Blade einschiebe, also dementsprechend solo was mache und nicht mit Mo gemeinsam, weil Mo, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden hatte, am Samstag nochmal wieder, doch nochmal irgendwie ran muss und nachdem, wie wir das letzte Woche in F1 hatten, dass das nicht so prickelnd war für ihn, ne, so von der Konstitution her einfach dann, weil er ziemlich geschafft war, ja, machen wir das jetzt dann dementsprechend so, dass ich dann wahrscheinlich dann am Freitag mir die ganze Geschichte dann dementsprechend alleine gebe. Mal gucken, wie lange an der Stelle auch. Wann wird Tschechien angegriffen? Sobald wir unsere Verschuldung los sind und die Reichswehr in passenden Bewegung ist. Also wenn wir da das soweit geklärt haben. Ich dachte Dänemark first. Nein. Auch wenn Dänemark finanziell lukrativ ist. Ich will erst die Tschechei loswerden, dann Dänemark und dann gucken wir halt wieder, ob wir uns nach Russland oder in Richtung Schweiz begeben. Hattest du nicht mal vor Ewigkeiten Gras komplett zu legalisieren? Nee, ich glaube, da habe ich mich gegen gesträubt gehabt, meine ich. Ich bin nicht die Bundesregierung. Und auch die haben es ja nicht geschafft. Weil EU-Recht. Ich habe es mal entkriminalisiert. Aber mehr bin ich noch nicht gegangen. Dann können wir auf tolerieren. Ah nee, so rum. Haftstrafe und Konsum von Region zu Region unabhängig geregelt. Let's Play Föderalismus. Let's Play Föderalismus. Machen wir das so. Da habe ich ja vielleicht mal mit euch da noch eine Übereinstimmung und zack, 113 Milliarden wir für die Staatskasse. Das ist natürlich gut und wichtig vor allem. Schauen wir ansonsten nochmal drauf, Inflation 1%, das sieht noch ganz gut aus. Da wollte ich nochmal kurz gucken, ob das noch so seine Richtigkeit hat, aber ja, hat's. So, und dann gucken wir, dass wir jetzt dementsprechend nochmal die ganzen kleinen Staaten loswerden. Saudi-Arabien, Mexiko, Australien, Kanada und Brasilien. So, haben wir jetzt noch 50 Milliarden offen. Damit kann ich dann tatsächlich Japan teilweise nochmal auch wegtilgen. Ja, und dann müssen wir schauen, wahrscheinlich dann mit dem Oktoberüberschuss schaffen wir sogar tatsächlich, die Japaner auch loszuwerden. Dann sind wir wirklich am Ende echt auf nur zwei Gläubiger runter. Das sieht doch recht gut aus, tatsächlich. Läuft ganz gut. Ja, ne, ansonsten nochmal ganz kurz guckt. Ist unsere Teilverstaatung mittlerweile, die müssten ja soweit durch sein, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Parlament, nochmal kurz guckt. Gesetz in Bearbeitung, ja genau, das sieht soweit gut aus. Wir sind bei 2,4%, vielleicht kann ich tatsächlich jetzt sogar schon weitermachen. Mit den nächsten Verstaatlichungen.
Staatliche Minderheitsaktionär, ja 4%, das ist kein Problem bei Blumen. Fischfang, da habe ich nichts zu melden. Ich kann nur auf die Aquakulturen gehen. Da sind wir auch, ja, das ist auch, glaube ich, ein dicker Sektor, ne? Umsatz 15 Milliarden. Ja, das ist schon ein bisschen mehr Geld. Und der Fischfang selbst, also die internationale Kuttergesellschaft quasi, auch nochmal ein Stückchen. Okay, dann haben wir das soweit geklärt und dann wäre als nächstes Geflügelbereich. Und das wäre auch dann der letzte, den ich vorhätte, vorausgesetzt, ja gut, okay, 11 Milliarden geht noch, nehmen wir auch nochmal mit. So, dann haben wir dementsprechend also bis zum Geflügel jetzt hin, dann über uns als Minderheitsaktionär dann dementsprechend mit eingeklinkt. Sehr gut, das passt. Ja, mehr als Minderheitsaktionär mache ich nicht, einfach damit ich mich nicht um Sektoren aktiv kümmern muss. Aber so dürfte das, denke ich, auch in Ordnung sein. Subidubi, so, Ende des Vertrages. Ja, ist okay, lassen wir auch alles nochmal wieder so stehen. Ja, und dann heißt es jetzt erstmal weiter bewegen. Hat sich jetzt unsere Schuldenskala, hat sie jetzt auf 15% reduziert. Schauen wir da nochmal ganz kurz drauf. Ja, nochmal so ein kleiner Knick nach unten. Gehören schuldentechnisch, ja, weiterhin zu den besten Ländern natürlich, aber wir sind noch nicht ganz da, wo man natürlich gerne wäre. Wobei, ein komplett schuldenfreies Land gibt es nicht. Kuwait ist momentan am nächsten dran. Da können wir mal ganz kurz schauen, wie sieht es denn bei denen in der Staatskasse aus, wenn Kuwait da so nah dran ist. Kuwait. Ihr habt momentan Staatsüberschuss tatsächlich. Staatsüberschuss von, oha, über 4%. Not bad. Das ist tatsächlich echt nicht verkehrt. Aber ist nicht Kuwait, glaube ich, auch der Staat, der mit uns sein ganzes Öl abhandelt? Ich meine, da wäre doch sowas gewesen, ne? Ich meine, da hätte ich mich in Kuwait eingeklinkt. Sowas tritt in Kraft. Ab jetzt ist tatsächlich jeder Reichsteil sozusagen, also dementsprechend selbst dafür verantwortlich, wie er dieses Thema der Marihuanas da irgendwie handhabt. Das heißt also einmal die Region Pommern-Preußen ist dafür selbst verantwortlich, Posen-Schlesien. Ja gut, das Großgebiet Österreich, so nenne ich es jetzt einfach mal hier, ne, der französische Teil, unser belgische Kollegen oder das Benelux-Bereich hier. Ja, da kann es tatsächlich jeder für sich selbst entscheiden, wie er es machen möchte. Ich muss kurz gucken. Was ist eigentlich größer, Benelux oder Bayern? Ich glaube doch, Benelux ist doch noch größer als Bayern, meine ich zumindest. So, ja, ansonsten läuft es soweit ganz gut. Wenig zu meckern, nochmal Energie vorbeigeschaut. Ja, ein paar Terawattstunden mussten wir jetzt schon von unseren Überschüssen einbüßen. Aber es ist so, was ich glaube, ich sagen kann, wenn man beim nächsten Mal dann doch noch vielleicht nochmal einen... Na, wie ist es noch bauen? Ein Fusionsreaktor, dann müsste das tatsächlich hinhauen. So, weitere Verstaatlichungen jetzt hier, beziehungsweise halt als Minderaktionär, mehr als Aktionär beteiligt. Das sieht auch alles soweit gut aus. Zack, können wir schließen. Ja, passt. In Hessen bleibt es illegal. In Hessen gibt es auch die Todesstrafe. Eine nette Argumentationskette. Ja, ansonsten seid ihr jetzt wieder gefragt. Habt ihr noch was ihr mir unbedingt besprechen wollt? Weil wenn, dann habe ich jetzt gerade dafür ein bisschen Zeit. Dann könnt ihr das jetzt dementsprechend nochmal reinschießen. Dann gehe ich das Ganze nochmal mit euch durch. Ne? So aus dem halbtagsaktuellen Geschehen. Ne? Falls ihr da irgendwas habt, was ihr noch besprochen haben wollt, dann können wir das jetzt gerne in Angriff nehmen. So, gesetzt sind also weit durch. Überschuss liegt momentan bei 400 Milliarden ungefähr aufs Jahr gesehen. Ja, dürfte ungefähr hinhauen. Deine Meinung mal zum Heizungsverbot. Ja, also wir haben uns halt den Klimaschutz auf Fahnen geschrieben. Und die Heizung oder das Heizsystem ist halt auch ein relativ bedeutsames Thema in Deutschland. Entschuldigung. Müdigkeit kickt gerade ein bisschen rein. Nee, aber da muss man tatsächlich sagen, ich verstehe, woher es kommt. Ich mache mir nur ein bisschen Gedanken um die Umsetzung. Das ist sowieso gerade das Ding. Ne? Deutschland bricht ja momentan doch sehr, 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 sehr stark diese grüne Wende jetzt echt übers Knie. Wir versuchen jetzt halt das, was wir in den letzten 15, 20 Jahren echt verdaddelt haben, jetzt halt innerhalb von wenigen Jahren jetzt gut zu machen, wieder aufzuholen. Und ich habe das dumpfe Gefühl,
Das sollte das funktionieren und sollten wir das durchgezogen, kriegen wir hinten heraus davon zumindest insofern profitieren werden, als dass wir das Elend hinter uns gebracht haben, was dann andere Staaten durchaus noch bevorsteht, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die dieses Thema auf dem Tisch haben, das müssen andere auch machen, nur wir werden das halt dann, wir drücken das momentan halt gegen jedwede Vernunft halt auf Krampf durch, ne, weil wir uns das jetzt so quasi dickkopfmäßig in den Kopf gesetzt haben. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn das hinten heraus alles steht soweit, das dauert auch noch ein bisschen, ne? Wenn das hinten heraus alles steht, dass wir da vielleicht ein kleines bisschen schon sogar profitieren könnten von. Ja, ansonsten konkret zu der Heizungsthematik, wie gesagt, also es muss angegangen werden, es muss gemacht werden, wenn du sicher bist, dass das so sein soll. Ich habe noch meine Bedenken, aber es liegt daran, dass ich mich mit dem Thema nicht auskenne. Das ist jetzt quasi die Skepsis des Unwissenden, dass ich mich frage, kann das denn funktionieren, wenn alle Leute mit Wärmepumpen und Fernwärme und sowas arbeiten? Weil irgendwo muss es ja herkommen. Ne? Und also gerade zum Beispiel bei Fernwärme, da musst du ja irgendwo einen Ort haben, an dem Wärme erzeugt wird, damit diese Wärme weitergeleitet wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Da weiß ich nicht, ob das jetzt ein Konzept ist, was auf die gesamte Bevölkerung gemessen aufgehen kann. Ne? Da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, beziehungsweise auch leicht überfragt, weil ich einfach in der Thematik dafür nicht tief genug drin bin. Aber ich sage, das ist halt ein Thema, was innerhalb des Rahmens, ne, dessen, dass wir halt diese Klimaneutralität hinhauen wollen oder zum Beispiel Leute klimafreundlicher werden wollen, dass das logisch und folgerichtig ist, dass das Thema angegangen wird. Ne? Verkehrssektor sind wir jetzt ja schon seit längerem bei am Tüfteln. Und jetzt dann dementsprechend auch, dass die Privathaushalte da dann jetzt nochmal rangeholt werden. Ich mache mir auch noch so ein bisschen Sorgen, Gedanken, aber dann um die ganze Finanzierung und soziale Verträglichkeit der Geschichte, weil ich schwerstens befürchte, dass diejenigen, die das austauschen, ne, jetzt sagen wir auch Vermieter, dass die das am Ende, da, also, ne, dass das ja vor allem das Thema ist. Auch klar, Eigenheimbesitzer, die machen sich sowieso in Gedanken, das ist auch naheliegend, aber wenn ihr jetzt Vermieter mal überlegt, ne, die bauen dann in ihre Mehrfamilienbude eine neue Heizung ein, ne, wo man sagt, dass das wird auch gute Stangen Geld kosten, dass das wahrscheinlich auf den Mieter umgelegt wird wieder und noch mehr steigende Mieten ist so Sachen, die will man nicht unbedingt haben, ne? Meine Meinung. Meinung zur Kernenergie. Ja, ich bin da tatsächlich, glaube ich, auch ein schlimmer Hopper gewesen. Ich war am Anfang für die Kernenergie, hab mir das dann rausreden lassen und heutzutage bin ich sehr zwiegespalten. Ich bin wahrscheinlich ein kleines bisschen pro, aber dadurch, dass die Dinger jetzt abgeschaltet sind, das Thema, das haken wir jetzt einfach ab und legen ad acta. Wir haben uns das natürlich selber in dem Sinne ein bisschen weggenommen, aber ich bin vielleicht auch dahingehend ein bisschen geschädigt, aber ich habe vielleicht auch ein bisschen zu viel über Tschernobyl angeschaut und Fukushima. Aber das war für mich so abschreckende Beispiele nach dem Motto, echt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, ist verschwinden kriegen, aber wenn was schief geht, ist es echt übel. Das ist wie mit einem Flugzeugabsturz. Ja, Flugzeug ist das theoretisch sicherste Verkehrsmittel. Nur wenn da was passiert, dann kannst du einpacken, ne? dann ist vorbei. So, ne? Und das macht mir halt persönlich so ein bisschen Gedanken. Dass ich da halt dann ein bisschen ein kleines Stückchen Kontra vielleicht bin. Also zumindest sage, das muss natürlich, auf Dauer sind wir uns einig, ist es ein Thema, was vielleicht weg muss, oder was grundsätzlich weg muss. Wobei ich da ja auch Hoffnung lege und nicht so trotz baue ich ja die Dinger, das hat ja schon Sinn, dass vielleicht das Thema Fusionsreaktoren mal irgendwann ein spannendes wird. Wobei ich auch da mich frage, die hantieren da ja mit, glaube ich, mehreren tausend Grad. Mit auch irgendwie so Techniken, wo du dann sagst, nach Möglichkeit ist da ist so viel Energie und so viel Druck drauf, dass da nichts die Wand berühren darf. Das soll ja irgendwie so eine Art, ich heiße das gerade, magnetischer Ring sein oder so. Tut mir leid, ne? Also für alle Leute, die jetzt fachlich da bewahren, sind, die schlagen gerade die Hände wieder im Kopf zusammen. Aber wo ich mir frage, wenn da was schief geht, das muss doch auch eine gewaltige Explosion nach sich ziehen, oder meine ich das nur? Also da, wenn in so einem Ding was scheppert, dann scheppert es wahrscheinlich auch gewaltig, hätte ich jetzt gesagt gehabt. Wie bekommt man ein höheres Haushaltsdefizit, fragt Kai. Ein höheres Haushaltsdefizit kriegst du, indem du Geld ausgibst.
Wenn du einen besseren Haushalt haben willst, also ein geringeres Defizit, Schrägstrich Überschuss erwirtschaften willst, dann musst du gucken. Folge einfach den Let's Play, das ist das, was ich die ganze Zeit parallel quasi mache. Unsere Wirtschaft und Finanzen einigermaßen in Ordnung bringen. Du musst immer gucken, dass du die Steuern vielleicht ein Stückchen erhöhst, aber soweit, dass es deine Wirtschaft nicht komplett abwirkt. Ne? Also wenn du es schaffst, deine Wirtschaft bei 2% zu halten, ne, dann ist das schon ganz gut. 2% Wirtschaftswachstum pro Jahr, da kann keiner meckern. Ne? Und dazu, wenn du das dann, also dann immer wenn du da ein bisschen überschüssig was anfällt, weil die Menschen wirtschaften halt hier und da mal was und vielleicht auch ein bisschen mehr als sonst, ne, dass du dann dementsprechend die Haushaltsüberschüsse, die Überschüsse dann in den Haushalt abführst. So, ich habe vorhin, und das habe ich jetzt tatsächlich gerade jetzt eben erst gesehen, also ich nur unterbewusst wahrgenommen, dass wir tatsächlich wieder einen Krieg haben, und zwar den zwischen Iran und Pakistan. Und das sind jetzt nun zwei Staaten, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, dass die sich jetzt in die Haare kriegen, aber okay. Na, wer auch immer da jetzt wie auf Eroberungsfeldzügen ist, dann schauen wir mal, was da passiert. Aber ja, sind wir mal gespannt, wer am Ende da jetzt dann hier Entschuldigung, wer jetzt hier die Oberhand kriegt. So, Tschechien möchte sich treffen. Nee, danke, ich habe mit euch noch andere Pläne. Also ja, wir treffen uns bald, aber zu einem anderen Umstand, als euch es wahrscheinlich lieb wäre. Um welche Provinzen kämpft man denn dann hier? Oha, Balochistan ist tatsächlich etwas größer, habe ich gerade festgestellt. Und, ach, okay, das sind hier auch Balochistan und Balochistan, ja, okay, tatsächlich, das könnte wohl so ein Provinz sein, dem Namen nach zumindest ist es eine geteilte Provinz. Wo man sagen muss, dass da tatsächlich dann doch etwas Stress drum entbrennen kann. So, und Japan erklärt Pakistan tatsächlich ebenfalls den Krieg. Okay, was immer die Japaner da jetzt vorhaben. Aber na gut, sollen sie machen, mit dem bin ich ja sowieso ganz gut per Du. Ach, was soll man die jetzt dahin im Iran Pakistan zu suchen haben, naja. Müssen die ja wissen. So, weiter geht's im Kontext. Namen Silas, grüß dich, hi. Das Problem ist, dass die Wärmepumpe präferiert wird und die ist im Winter halt am ineffizientesten. Ja, wie gesagt, also da bin ich tatsächlich raus, also fachlich, thematisch. Ich bin kein Heizungsmechaniker, ne? Kein Heizungsmonteur. Und da braucht er mich dann auch nicht nach jedem Thema erstmal so exakt fragen. Weil viele Details, da bin ich tatsächlich einfach in der Technik nicht so drin. Da müsste ich mich mal mit einem Heizungsbauer mal zusammensetzen und der sollte mir mal für Laien erklären, wie was da wo Phase ist und was aus seiner Sicht am sinnvollsten ist. Und würde diese Meinung, weil gehört der Politik auch mal dazu, zwischendurch mal gescheite Meinung einfach mal anerkennen und adaptieren. Ne? Es gibt Fachwissen, Menschen aus den Fachbereichen mit Fachwissen, nicht damit man sie gezielt ignoriert, sondern damit man vielleicht auch mal drauf hört. Wir benötigen auch welche der vierten Generation, da der Müll weggebracht werden muss. Wir können den nicht in der Erde verbuddeln und denken, dass der 1 Million Jahre da gefahrlos liegen bleibt, ja. Das kommt natürlich auch dazu. Das war Atomkraft. Oh Gottes Willen. Auch irgendwo mit dem Atommüll hin muss. So, schuldigt. Meine Fresse, ey. Falls ihr euch fragt, Malte, wie viele Stunden Schlaf hast du wieder gehabt heute? Ich glaube, es sind 4. Ja, 4 Stunden hatte ich, glaube ich, heute. Silas ist auch mal vom Handy unterwegs, weil sein PC kaputt ist. Ja, nee, also ein Hoch drauf, mein kleiner Freund, nachdem ich jetzt ja hier dieses Jahr, war es dieses Jahr ja doch genau, es war jetzt im Februar gewesen, also quasi schon mit Jahresende fing das ja schon an, weil dann, wie ich dafür jetzt ja ein bisschen Geld in der Hand genommen habe, bisschen ist gut, läuft der Kleine sehr, sehr toll und da bin ich tatsächlich zufrieden. Die haben passive Sicherheitsvorrichtungen, wodurch keine Kernschmelze passieren kann. Und der Müll wird in schwach radioaktiven Müll umgewandelt, was nur wenige 100 Jahre strahlt. Yippie-yay-yay. Nur wenige 100 Jahre. Naja. In der Zwischenzeit, also wenn du jetzt sagst, sag mal, 500 Jahre quasi, hast du inzwischen einen 30-jährigen Krieg, 2 Weltkriege, mehrere europäische Großkonflikte, napoleonische Kriege, ne? Die schlesischen Kriege, ja, entspannt gewesen in den letzten paar hundert Jahren. Gar nicht kriegerisch zur Sache gegangen. Ja, können wir eine Waffe hinschicken? Oh Gott, das Leben bin ich denn jetzt so kaputt, ey. Hilfe, war den ganzen Tag doch nicht. Waffen hinschicken, ja, pff, nicht, dass ich wüsste, ne?
Können finanzielle Sanktionen können wir verhängen. Ah, sehe ich noch nie wirklich. Ansonsten 5000 tote Pakistani zu 1800 toten Iranern. Momentan, ja, lass mal wieder schauen. Ich bin mal gespannt, wer jetzt hier die Oberhand gewinnt. Sieht hier rein strategisch mäßig so aus. Ja, doch. Also hier waren sie vielleicht mal kurz über der Grenze, aber als ob der Iran schon eher in der Offensive ist. Hätte ich jetzt zumindest vermutet. So, ich kriege ja ein paar Pluspunkte für öffentliche Finanzen. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Ja, Haushaltsüberschuss wieder 2,5%. Sehr gut, sind wir bei 450 Milliarden. Ungefähr 440. Das liest sich auch nicht schlecht. Wachstum bleibt aber bei 2,15. Das heißt, da keine großen Veränderungen. Eins allein könnt ihr schon wieder nachdenken, die nächsten Sektoren teilzuverstaatlichen. 2,5%. Das müsste eigentlich gehen. Ja, komm. Okay, das wird jetzt teuer. Der Gemüsesektor ist übel, glaube ich. 70 Milliarden. Boah. Na gut, aber dafür kriege ich tatsächlich auch vielleicht etwas mehr als 10 Milliarden die Haushaltskasse gespült, ne? Tut jetzt weh im Kontor erstmal, aber ich glaube, das wird sich lohnen. So, da habe ich noch Nachricht bekommen, die freut mich gerade und oh, erstmal hier den Bums zu. So, irgendwie der Sektor freut sich natürlich, dass er jetzt hier mal ein bisschen teilverstaatlicht wird, aber die Finanzen, ja, die sagen, könnten sich was Geileres vorstellen, aber wie gesagt, also ich habe es so kurz im Kopf durchkalkuliert, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Ihr seid vielleicht auch wieder cleverer als ich, was das angeht, aber ich vermute, alles ist vorbereitet, dass eine Teilverstaatlichung darauf hinausläuft, dass ich vielleicht 30% der Anteile erwerbe. Heißt auch 30% der Gewinnbezugsberechtigung, 30% von Gewinn, der momentan aktuell jährlich 40 Milliarden ausmacht, müssten meiner Erwartungshaltung nach dann ungefähr 10 Milliarden sein. Ein bisschen mehr. 15 sind es dann, glaube ich, relativ genau. Ja, 15 Milliarden, die dann dementsprechend Jahr für Jahr nochmal neu in unsere Haushaltskasse mit dazugespült werden. Warum nicht? Wann steht der Krieg gegen Tschechien an, sobald wir die restliche Verschuldung los sind? Da sind wir momentan auch auf gutem Wege. Wir schauen uns das nochmal eben ganz kurz gemeinsam nochmal an. Falsches Fenster. Sind zwar auf 15%, aber wir sind runter auf 3 Gläubiger. Wir können das jetzt echt relativ gut abhandeln hier. Also wir wissen relativ klar, was jetzt hier momentan Sache ist. Unser Überschuss ist auch kontinuierlich relativ stark. Ne, mal gucken, vielleicht kriegen wir den, wie gesagt, ja mit allen Zip und Zap, was wir gerade machen, noch auf Dauer noch stärker. Das wäre natürlich super. Ja, und ja, läuft ansonsten. Ja, also jetzt Japan plane ich jetzt mit der Oktoberzahlung komplett loszuwerden. Dann sind wir wirklich nur bei 2 Gläubigern. Und dann haben wir das Thema recht zeitnah durch, ne? So zumindest meine Vermutung. Hast du eigentlich gestreamt? Freitag F1? Nein, wir hatten es auch in, und Mo hat es zumindest in den Streamtitel auch noch reingeschrieben gehabt. Ich konnte nicht, weil ich noch gar nicht zu Hause war. Aber Mo hatte reingesetzt gehabt, dass der Stream auf Samstag verlagert wurde. Und Samstagabend hatten wir gestreamt tatsächlich den großen Preis von Spielberg. Nicht mehr als Spielberg, weil tatsächlich Mo sich körperlich da nicht so in der Lage fühlte. Also da war, ja, irgendwo bei dem Mann war da tatsächlich finito, weil der hatte den ganzen Arbeitstag hinter sich gehabt schon und das war für ihn so gesehen dann auch schon die vollendete 6-Tageswoche und da hat er dann doch den Kaffee aufgehabt und das kann man auch irgendwo verstehen, weil dann war er körperlich in der 100% besten Konstitution. Also wir reden jetzt übrigens von dem Stream Richtung, was war das denn gewesen, 21. April oder so, dass ihr auf YouTube noch ganz kurz wisst, über welches Datum wir uns unterhalten. So, die Sachen interessieren mich alle nicht. Nee. Was mich interessiert ist jetzt, dass wir unseren nächsten Überschuss kriegen. Ah, aber bist du gestern im Krankenhaus? Ich hoffe, es ist nichts zu Schlimmes gewesen. Also Krankenhaus ist ja nie schön, aber es gibt ja immer einen Unterschied zwischen ich habe mir einen Arm gebrochen oder schlimmere Sachen. So, doppelte Betrachtungsweise. Lasst mal sehen, was hast du denn? Die jüngste Verstaatlichung dieses Sektors stellt den skrupellosen Wächter der öffentlichen Ausgaben. Kurz. Die jüngste Verstaatlichung dieses Sektors stellt den skrupellosen Wächter der öffentlichen Ausgaben, der ich also bin, zufrieden. Okay. Ich muss zugeben, dass ich mit einem besorgten Auge auf die Summe für die Übernahme der Anteile schaue. Das andere Auge ist ja auf den Gewinn gerichtet, die diese Branche generiert. Und hier fange ich zweifellos an, glücklich zu blinzeln.
Ja, also wenn du ganz neutral gegenüberstehst, bin ich ja auch zufrieden. Ist ja auch okay. Ja. Wir haben jetzt die Verstärkung auch durchgezogen. Nehmen wir auch mit 120 Milliarden Überschuss jetzt aus der Kasse heraus. Das ist geil. Das ist so gut, dass ich's. Wo kommen die anderen jetzt her? Ach, warte. Oh, das heißt, die kurzfristige Liquidität für die Verstaatlichung beziehe ich aus Verschuldung, weil ich das nicht aus der Haushaltsreserve rausstemmen kann. Macht Sinn, ne? Vielleicht doch gerade ein bisschen mit dem Verstaatlichung vorerst ins Knie geschossen, zumindest insofern, dass ich jetzt wahrscheinlich wohl, behaupte ich mal, die Japaner jetzt nicht loswerde, wie ich mir das ursprünglich angedacht hatte. Oder? Nee, doch, reicht noch. Nein, reicht nicht ganz. Shit. Ja, okay, auf 15 Milliarden sind sie jetzt tatsächlich sogar stehen geblieben. So, wir sind als Held der Frauenrechte hier noch wieder bestätigt. Und ja, ansonsten, das ärgert mich jetzt natürlich. Ja, okay. Das ist natürlich, ne, ein Ding, das soll ich vielleicht beachten bei den Teilverstaatlichungen. Natürlich, klar. Die müssen auch irgendwie kurzfristig finanziert werden, ne? Und auch wenn ich diesen Jahresüberschuss habe, der muss ja erstmal, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und das wird wahrscheinlich kurzfristig dann natürlich am Kapitalmarkt finanziert. Da hatte ich gar nicht dran gedacht gehabt, dass das so sein könnte. Shit. Na egal, passiert. Kannst du den Jugendschutz lockern? So Nachwuchssoldaten sollen früh lernen, was sie später zu tun haben. weiß ich ja, ich habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Fände ich jetzt in der Kultur ist das, ne? Das muss ja eine Kultur sein. Das ist schon wieder. Warte mal, ich will mal eben wissen, ist das nur wieder irgendein. Ja, ist nur wieder ein Raumfahrtprogramm. Kultur. Freiheiten. Gewalt. Freier Aufruf. Anstimmung zu Geld kann verschiedene Formen auftreten, besonders im Film Videospielen. Eine angemessene. Mal gucken, was die öffentliche Meinung dazu so sagt. Ja, negativ. Was sagt meine Partei? Auch eher leicht negativ. Wenn wir jetzt hier frei alles Mögliche dahingehend zeigen, aber vielleicht ist das wieder was für ein Reichsrat, Freunde. Das stelle ich euch tatsächlich dann in der nächsten Folge, denn der Zauber hat recht. Wir müssen tatsächlich ans Folgeende denken. Das heißt, auch die restlichen Sachen nehmen wir gleich mit rüber in die nächste Folge. Für euch Jungs und Mädels auf YouTube war es das jetzt aber erstmal mit dieser Ausgabe. Ja, wisst Bescheid, wir sind kurz drauf und dran, tatsächlich Japaner jetzt hier loszuwerden. Also zumindest als Schuldner so gesehen. Unser Überschuss sieht auch mit 2,6% tatsächlich gerade, was ich gesehen hatte, auch sehr, sehr geil aus. Also da haben wir jetzt fast die 500 Milliarden jetzt momentan volllaufend. Tipptopp, kann man sich nicht beklagen. Dementsprechend würde ich sagen, ja, reicht das für heute. An dieser Stelle, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Tag, halt die Ohren steif, haut rein und ciao.